Laut hin. Dieser Hase. Komm, Emmylein. Geh mal wieder rein. Geh mal wieder rein. Hopp, hopp. Ach, Lotte. Mensch, du alte Bissgurke. Lotte. Wir haben als Vorspeise einen Salat. Mhm. Mit? Gelben Tomaten. Roten Tomaten, Spinat, Radicchio, grünen Kopfsalat, Endiviensalat und genau eine Meerrettichcreme obendrauf. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir haben Kartoffelbrei mit Karottengemüse und Pilzen. Austernpilze und Shiitake. Selbstgemachte Kartoffeln. Schon wieder zwei Schwämme. Mein Gott, versteckt. Siehst du das? So schön die Raupen. Ich sehe nur acht den anderen. Den ja. Hast du gesehen. Ja. Hallo. Raupenkappeler. Du bist so schön hier, gell? Schau her. So ein schönes Rotkapperl. Ups, haben wir auch so geholt. Die Geburt. Schauen wir mal, ob es ja für ihre Geburt auch mal war. Nicht wohl mich. Die Schnecken angefressen, aber sonst ganz okay. Fast wie Steinpilz oben, ist unten rot und ist ein Tannenpilz. Also nicht giftig, auch wenn er rot ist. Das ist ein Knopperter, wenn der jetzt nicht wurmig ist. Vorsicht. Fein nicht wurmig. Ha. Richtig ein schöner Steinpilz. Und der hintere. Eieiei. Also kein Mensch kann das gern. Uah. Wenn ich um einen anderen renne, habe ich nämlich einen Blatt, ist auch noch gefunden. Zwei Stück. Zwillinge. Oh, da hinten ist auch noch ein Blaubisch. Oh Gott. Wir haben eine Ader. Der ist wohl nicht. Oh. Der ist nichts mehr, der war zu lang. Da hinten habe ich noch einen. So, mach mal die Tasche an. Jetzt stimme ich den Steinpilz rein. Drei Blaubrüssel. Wo? Nicht gut. Drei kleine. Fickst du das? Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Semmelpilze. Da lacht dein Opa. Das sind jetzt die Butterpilze, Blaupilze. So, dann erzähle ich mal ein schönes Frühstück. Und zwar
einen Obstsalat machen aus frischen Früchten. Ist ja eigentlich gar nicht viel. Einen Obstsalat, was halt jetzt gibt. Weintrauben, Äpfel, Birnen, Kiwi, Pflaumen, je nachdem, was man mag, Banane. Dann eine frisch gepresste Orange, etwas Zitronensaft drüber und dann gekeimten Buchweizen. Aber das dauert ein bisschen. Abend die Körner waschen, meinetwegen 2 Esslöffel oder 3 waschen, dann im Wasser über Nacht stehen lassen, einen Schüsselchen, am anderen Morgen absieben, abseihen und auf dem Sieb lassen und nochmal Abend überschwenken und nochmal über Nacht ins Wasser. Und dann bilden sich so kleine Schwänzchen vom Buchweizen, der keimt dann. Und das kann man dann zum Obstsalat drunter mischen. Und das ist ganz wertvoll, weil Buchweizen gut zum Obst passt. Und dann hat man ein wunderschönes Frühstück mit Zimt und mit Galgantpulver. Gibt ein bisschen Wärme für den Körper, wenn man nach der ayurvedischen Lehre geht. Und wer jetzt noch einen Joghurt möchte, wo ich natürlich jetzt nicht sage, das müsste sein, aber so der Obstsalat mit gekeimten Buchweizen und dann Hanfsamen, den gibt es im Naturladen, Rohkostqualität. Da kann man auch noch einen Esslöffel drunter tun und vielleicht noch eingeweichte Aprikosen über Nacht, Trockenfrüchte. Schmeckt wirklich lecker und hält lange an. Da gibt Power. Die Tomatensuppe, in die frisch gemachte Tomatensuppe, kann man einen Reis reinkochen. Weißt du das? Ja. Schmeckt auch gut. Praktisch Reis kochen und dann halt zum Schluss, wenn man die Suppe schon warm hat, einen Esslöffel oder 2 Esslöffel drunter geben. Mhm. Oder Kartoffeln könnte man dazu. Nein, Kartoffeln muss nicht passen. Ach doch. Ja. Oder Nudeln. Auch so? Ja, kann man auch machen. Das stimmt. Aber Reis ist bekömmlich. Oder Hirse. Hirse kann man auch machen. Wenn es pikante Hirse genau, machst. Genau, wenn du Hirse hast, kannst du dann unter die Suppe und Esslöffel mit drunter heben. Ui. Ui, das ist ein großer Knoppern. Ohne Wurm. Wow. Schön, gell? Mhm. Manche sind letztens noch mal welche gefunden, die waren so dunkel schwarz. Echt? Richtig ganz braun, dass man denkt, das ist kein echter. So richtig, also richtig dunkel braun. Mhm. Mal vier Stunden du? Nein. Außer er war im Wald. Nein, eigentlich nicht. Also wir suchen einen Stefan, beziehungsweise wir haben eigentlich gesagt, wir laufen oben rum und er läuft unten rum und wir treffen uns dann. Aber wir haben in einer Mai uns begegnen, wenn egal wie oder was. Er hat doch gesagt, er war im Wald. Und in dem Moment sind wir am Weg vorbei und er war irgendwo im Wald. Also auf jeden Fall fahren wir ihm jetzt ein Stückerl entgegen, weil wir hatten auch unser Handy nicht mit. Er hat versucht, uns anzurufen. Normal gibt es es nicht, weil egal wie oder was, müssen wir uns begegnen, wenn man so macht. Sonst gibt es es ja gar nicht, verstehst du? Der geht unten, also wir meinen sich irgendwo. Aber ja, ich denke. Nein, es gibt es nicht anders. Wir waren ja die ganze Zeit am Weg. Weil egal wo wir sind, wenn er unten geht, wir gehen nach oben. Das gibt es nicht. Naja, ich hoffe, dass er jetzt das sagt. Ja. Da geht er voll. Wir waren ja nicht einmal beim Wehr oder so. Nein, eben. Normal gibt es das nicht. Normal, wenn wir rumgehen, egal wo, wollen wir uns begegnen. Oder? Ja. Eigentlich? Ja. Hast du eine Ahnung, wo genau er ist? Nein. Ich weiß nicht, wo er ist.
Na, ich sehe ihn doch. Was ist da denn? Kommt er doch. Das ist der Stefan. Meinst du? Da ist doch ein Mensch. Ja. Schau, ein Holz hat eine Fralle. Ist er, oder? Ja, ist mir schade, dass ich nicht rankomme. Das ist mir rückwärts gefahren. Da ist er doch. Schau her, der war im Wald, ich sag's doch. Na, einen Pilz hat er gefunden. Ich muss dann da vorne irgendwo umdrehen. Schau mal hinten. Sieh mal aus. Geht noch. Es ist noch Platz. Du kannst noch. Wir haben viel gefunden. Ja, es filmiert. Also bin ich gerannt. Wo warst denn du dann im Wald drinnen? Ja, da oben auf dem Wald nochmal hochgeht. Ja. Ich bin bloß ein paar Meter eingegangen. So, dass ich den Rand noch sehe. Naja, schau her. Wir haben uns gefunden. Jetzt ist schon passiert. Jetzt sind wir schon wieder in guten Gefilden. Da warst du jetzt noch gerannt. Mindestens sogar die halbe Stunde. Aber ich habe halt nichts gehört, Stefan, obwohl ich jetzt mein Handy... Aber ich habe es auf lautlos. Naja, das ist ja schön, wenn jeder sein Handy auf lautlos hat, dann ist die Verständigung. Dabei hat. Na, schau her, jetzt bist du schon dabei, der Zilli. Hat alles geklappt mit dem Reifen? Ja. Schön. Romelu, lass ich mal da drin. Ja. Tue den Kofferraum ein und dann fahre ich mal weiter. Ja, okay. Also tschüss. Wo kann man jetzt sein? Zernus 5. Ja. Ich könnte mir jetzt nicht ein. Ja, weil er wahrscheinlich im Wald gekommen ist, oder? Ja. Wahrscheinlich. Gar nicht gerade im Moment gewesen sein. Das ist aber ein blöder Zufall. Ganz komisch ist das. Weil normal gibt es das nicht. Gell? Nein, eigentlich nicht. Auch wenn wir später da untergegangen waren, irgendwann hätten wir uns... Egal wo hätten wir uns begegnen müssen. Ja, egal, wenn weiter oben oder weiter unten. Ja. Unglaublich. Naja. Lustig, dass er genau dann in den Wald geht, wenn wir an der Stelle sind, wo wir uns hätten sehen sollen. Ja. Naja. Ich weiß überhaupt nicht, wo er da im Wald gegangen ist. Vor allem, er meinte, er hat einen Wegrand in meinem Blick gehabt. Weißt du, wo er im Wald gegangen ist? Nein. Nein. Weißt du auch nicht, wo? Dann hätte ich ihn ja gesehen. Komisch. Ist noch Apfel- und Weintrauben oder was da eigenes? Ne, wir alle, denke ich. Schau mal her, zeig mal die Jacken drunter, bevor es die Jeans sind, wir haben doch nicht so. Aber ob die Jeans. Für wen ist das jetzt alles gedacht? Nur für dich. Und bloß für mich. Und für Zilone. Aha. Ja, also müssen wir es ein bisschen teilen. Ja, wir wollen was essen. Oh Gott, das will ich nicht, ja. Was so früh ist, das ist ja kein Stoff. Das ist ja, ja, was dünn ist halt. Das ist ein Sommerkleid. Naja. Die haben. Womöglich muss das Bleiben halt überstehen. Die Teller sind die für uns? Frag mich nicht. Ha? Frag mich nicht, wie das gedacht ist. Naja. Ich habe überhaupt keinen Plan. Mhm. Ja. Rätsel Mama, was das für eine Marmelade ist. Das ist keine Marmelade, das sind Trockentomaten. Na, das da. Das ist Balsamico. So, hol dir mal Suppe. Das Buffet ist ja eröffnet. Genau. Also da haben wir, bevor ich gefahren bin, noch so ein kleines Semmel genommen, gell? Das Gas so gut sind. Ach, hast du schon probiert, Stefan? Warte mal, ich schau bloß mal her. Mal dann Zucker drüber da. Die sehen auch sehr gut aus. Die sind mit, schön pikant. Mit Käse und getrockneten Tomaten. Mhm. Es gibt eine Tomatensuppe aus frischen Tomaten. Als Nachspeise gibt es jetzt noch ein Magnum Classic und Lotte. Zwei Paranüsse. Mal stehen. So,
ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Lieblingsstelle von dem Video und was ihr heute gegessen habt unten in die Kommentare. Wir sehen uns am Mittwoch wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Bis Mittwoch. Tschüss.